Grüß dich, Lal, und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren LS19 Mod-Vorstellung. Ich bin wieder im Shop. Was heißt das? Richtig, die treuen Zuschauer wissen es. Es geht um ein Fahrzeug. Ich habe was Besonderes gefunden. Der eine oder andere vielleicht kennt es auch schon oder ist auch schon drüber gestolpert. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach dort, wo alles beginnt, und zwar im Shop. Ich muss jetzt selber mal kurz gucken, denn es geht um eine Überladestation, und wo die drin sein könnte, ist jetzt hier eine Sucherei. Gut, wer logisch überlegt, in der Überladewagen-Kategorie muss es drin sein, beziehungsweise da gehört es eben auch hin, denn es geht um die Fliegel-Überladestation von Modding Welt. War jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, kompliziert gedacht. Meinerseits ist nun mal so, fahren wir fort. Ich kann nur mal eins sagen, Shopbild sieht gut aus, transparent, Modding World Logo ist da. Gleich vorweg, das Ding wurde konvertiert vom 15er in den 17er und vom 17er in den 19er und angepasst. Da bin ich jetzt selber gespannt. Grundsätzlich halte ich nicht viel von Mods, die schon zweimal konvertiert wurden. Auf alle Fälle 50.000 Liter Fassungsvermögen, benötigt 100 PS. Fliegel Logo ist da, ja, Überladestation Name korrekt. Preis schreckt mich nicht, um ehrlich zu sein. Dass das nicht teurer ist, ja, okay, gut auf der einen Seite irgendwie, auch seltsam, auf alle Fälle, wie gesagt, alle Fruchtsorten, die der LS19 zu bieten hat, geeignet zum Überladen von Häckselgut, Silage, Stroh, bla 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 und weitere. Die besondere Vorteile Überschätzung sind offensichtlich und liegen vor allem in der Arbeits- und Zeitersparnis, Wirtschaftlichkeit und effiziente Beladung. Fassungsvermögen 50 Kubik, also 50.000 Liter. Wir gehen mal auf Konfigurieren, da lädt es ganz kurz, dann haben wir auch das schicke Ding hier in unserer Vorschau. Hauptfarbe können wir ändern, das ist schon mal sehr cool, das ist richtig cool, um ehrlich zu sein. Das sieht man selten, dass hier eine breite, große Palette an Farben da ausstellt. Braun, ja, das mache ich jetzt nicht, sonst werde ich ja noch falsch abgestempelt. Rot wäre eine Option, das ist ein bisschen anderer Ton noch, aber wir machen schwarz. Wir machen das Black Beauty, ich glaube, so bunt muss gar nicht sein auf dem Hof. Und Felgenfarbe können wir auch noch ändern, das machen wir jetzt mit Absicht auch ein bisschen in anderen Farbe, so. Keine Ahnung, beige oder was wird das sein? Irgendwie so. Logo-Konfiguration haben wir noch zur Auswahl. Modding-Welt, da haben wir hier einen Aufdruck. Okay, hier haben wir noch was Schlange. Wieder auch nur auf einer Seite. Alles klar. Lammage-Simulator 19, Aufdruck. Da müsst ihr hier, wo meine Maus ist, ein bisschen gucken. Was haben wir noch? Monster. Pferd. Fuck, welches Pferd? Ach so, da ist innen drin. Guck mal, da ist ja auch noch was. Wir nehmen auf alle Fälle mal ganz klassisch, ja, ganz markentreu. Kleiner Feigling, Getreideähren, kein Logo. Wir nehmen nichts für Ungut Modding Welt, aber wir nehmen mal klassisch, dass ich sagen kann, meine Güte, LS19 Logo kaufen. Ja, direkt geladen, überhaupt kein Thema. Und da steht auch schon das gute Ding. Ich habe selber sowas in der Art noch nicht unter die Lupe genommen und inspiziert, was mir direkt auffällt. Von der Weite, eine Zapfwelle ist da, das ist mal gut. Hier auch Hydraulikschläuche, die hier schön aufgerollt dran sind. Kann man auch das Logo hier schon wieder ein bisschen erkennen. Auch texturtechnisch, wenn man das genauer jetzt hier anguckt. Ja, LS19 würde ich sagen. Erinnert mich doch, naja, eher an LS17. Ist nicht ganz astrein, ist jetzt selber hier, da hat der Lackierer ein bisschen gepusht. Ja, ist nicht ganz LS19 texturtechnisch. Auch hier die Zylinder, merkt man ganz klar, dass das konvertiert ist und dementsprechend metallische Oberflächen nicht so zur Geltung kommen, wie es eigentlich der LS19 präsentieren könnte, ja. Ist jetzt grundsätzlich noch kein Punkt der Abzug meiner Meinung nach, weil als konvertierter Mod passt das soweit. LS19 Reifenstandard ist anscheinend vorhanden. Cool wäre noch gewesen, wenn man da eine verschiedene Reifenauswahl hätte, vielleicht nur so als kleiner Gag, sage ich jetzt mal, eine Doppelbereifung oder so irgendwie. Das Logo ist ja nichts anderes im Endeffekt, das wäre noch ganz witzig. So, ansonsten würde ich sagen, wir holen uns einen Schlepper, reiten das Ding mal auf und schauen uns mal funktionstechnisch ein bisschen an, was das Teil zu bieten hat. So, nachdem wir nur 100 PS benötigen, habe ich jetzt hier mit dem Steirer CVT mit 170 PS definitiv genug Dampf unter der Haube. Wir koppeln das Ding mal an und schauen mal, was mit der Zapfwelle passiert und auch eben mit den Schläuchen. Was fahre ich für einen Dreck zusammen? Da merkt man, dass ich kein Tastaturspieler bin. So, Fliegelüberstation ankoppeln. Jawohl. Das hat eigentlich gut geklappt. Ihr habt selber gesehen, das war etwas Zeitverzögerung. Oh, die rutscht leider ein bisschen und die Zapfwelle fällt beim Abkoppeln zurück in den Boden. Das ist vielleicht ein bisschen Minus. Zuerst so und dann eben die Schläuche ran an Steuergerät, an die Ventile sowie eben auch
Die Zapfwelle wird angehängt. Gut, wir blenden uns mal ein Steuerungsmenü ein und gucken mal, welche Option wir haben. Das Ding ist doch ganz schön schwer, um ehrlich zu sein. Es ist gar nicht so leicht. Also es macht zumindest den Anschein, als wäre es nicht so leicht vom Gewicht. Weil, ihr seht selber, ich gehe deutlich in die Knie. Also ein Frontgewicht kann definitiv nicht schaden. Ein zu kleiner Schlepper wird wahrscheinlich auch interessant werden. Wir gucken mal mit der Maus. Wir haben auch mit der Maus Option. Da können wir das Ganze ein bisschen hochheben. Das ist sicher für den Transport gar nicht mal so dumm, wenn das jetzt nicht ganz so... Die Deichsel an sich hebt sich ja kaum. Aber ich kann ein bisschen Luft hier schaffen. Gut, Überladewagen anschalten sollte eigentlich nicht funktionieren. Genau, muss man zuerst ausklappen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gucken mal, Rohr ausfahren. Ja, schön mit Hydraulik-Sound. Das ist alles vorhanden, da kann man überhaupt nicht klagen. Was haben wir noch? Überladewagen natürlich ausklappen. So, jetzt wird es interessant. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Jetzt ist meine Frage, geht das nur von einer Seite oder kann ich die Seite wechseln? Es sieht nicht so aus, als würde man da an sich irgendwas machen können. Also das heißt, man ist da wirklich ein bisschen seitengebunden. Auf welchen Rädern fährt das jetzt? Weil die Transporträder sind hochgeklappt. Schleift das über den Boden oder sind da irgendwo Rollen? Ich sehe auf alle Fälle nichts. Das ist jetzt nicht so prickelnd, ehrlich zu sein. Wenn das jetzt hier nur über den Boden schleift. Weil hier sind nirgendwo innen drin Räder, die irgendwie ausklappen. Und dann vielleicht dementsprechend ein Umstellen sozusagen ermöglichen. Ich kann es zwar ziehen, überhaupt kein Thema. Aber es ist halt nicht sehr schön und es rutscht auch irgendwo hin. Nee, ich finde, das geht mal nicht wirklich. Weil ich verstehe es so, dass man sagt, es muss zusammengeklappt werden. Aber dass ich dann zum Umstellen da wirklich, dass das nur hin und her rutscht, finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Das ist, naja. Auch wäre eben noch interessant wegen der Seitenauswahl. Entweder Tempomat-Level, Tempomat, Kamerawahl, Hupe. Nee, scheint hier nicht unbedingt was zu geben. Gut, ich kann auch jetzt hier das noch im Nachhinein aufsitzen lassen, beziehungsweise zack, quasi mir den Ballast wegnehmen. Wir gucken uns das mal jetzt hier so an. Er hat sich der Motor abgeschaltet, dankeschön. Wir gucken uns das hier noch so an. Hier sind so Einziehwalzen, ein Förderband. Hier ist noch so eine Art Häckseltrommel oder so irgendwie. Es hat auch Licht, hier einen Scheinwerfer verbaut. Den prüfen wir noch gleich auf Funktion. Das sind die hier. Okay, die Lichter am Hänger selber. Ihr seht selber hier die Begrenzungslichter, die funktionieren. Das sieht soweit ganz gut aus. Hier der Scheinwerfer unter dem Förderband funktioniert auch. Das ist definitiv LS19-Stil. Da wurden die Lichter schon angepasst. Das ist schön, weil wir wissen ja, im LS19 sind Lichter Lichter. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Lok. Und was sehen wir? Nichts. Und das ist auch gut so. Ausnahmsweise sehen wir nichts und das ist positiv. Ich weiß, die Error-Meldungen, Recommend, Mods, HTTP, steht immer wieder da. Ja, da wäre irgendwie mal eine Antwort oder ein Statement von Giants ganz interessant oder ein Patch vielleicht, der das behebt, ein kleiner Hotfix. Könnte da dementsprechend sicher nicht schaden, weil das ein Problem haben ja viele. Ich probiere das jetzt mal anzuschalten. Und das dreht sich auch direkt hier diese... Ja, Einzugswalzen, Dosierwalzen, nennt es wie ihr wollt, sag ich mal. Die drehen sich und das hört dann auch auf, sich zu drehen. Ich probiere mal kurz was anderes. So, mal umgestellt, dass wir den Motor selber starten müssen. Dann bleibt er normalerweise auch an. Dann schalten wir den nochmal an hier, steigen aus und es dreht sich auch dementsprechend weiter. Auch hier die Zapfwelle animiert, also Vorsicht, Finger weg, damit es hier keine Gefahren gibt. Das ist gut gemacht, das sieht top aus. Auf alle Fälle kann man da nicht meckern. Schön, so eine Vibrationsanimation. Das sieht gut aus. Sieht man nicht alle Tage. Das auf alle Fälle macht was her. Sehr schön. Und wie das Ganze dann funktioniert, beziehungsweise ob es dann wirklich funktioniert, das testen wir mal gesondert irgendwo, weil ich jetzt eben hier auf die Schnelle nichts habe. Beziehungsweise möchte ich euch auch ein bisschen was überlassen. Aber soweit sieht das gut aus. Wie gesagt, ein kleiner halber Punktabzug.
für die Geschichte mit den Reifen, aber Log ist sauber, Betonung, PC, Singleplay bin ich aktuell. Link zum Mod findet ihr unten in der Videobeschreibung, auf mehr Anzeigen, damit das aufklappt, ich sage es nochmal gerne hier hinzu. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod, bin selber gespannt, ob wir damit mal wirklich effizient überladen bzw. das dementsprechend auch gebrauchen können. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Die neuen Oberhalb der Facecam gerne abonnieren. Ich habe es beim letzten Video, glaube ich, wieder vergessen. Ja, typisch ich halt. Und rechts sind wir jetzt in einem weiteren Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye.